Thema ganz rationale Funktionen. Man sagt auch Polynomfunktionen und ich habe hier ein Beispiel für eine ganz rationale Funktion. Offensichtlich geht es um x-Potenzen, x hoch 5, x hoch 4, x Quadrat, die addiert und subtrahiert werden. Jede x-Potenz hat einen sogenannten Koeffizienten, man sagt auch einen Vorfaktor, also hier der Vorfaktor minus 1, 3, minus 2. Manche werden sich fragen, ja, wo ist denn eigentlich das x hoch 3? Das kommt ja hier gar nicht vor. Ich habe x hoch 5, x hoch 4, dann kommt x Quadrat. Also irgendwie vermisst man doch ein x hoch 3. Naja, es muss nicht jede x-Potenz vorkommen. Man könnte auch sagen, x hoch 3 hat den Vorfaktor 0. Ja, genauso ist es mit dem einfachen x. Das kommt ja auch nicht vor. Man würde hier erwarten, dass nach x Quadrat eben noch x hoch 1 kommt. Kommt aber nicht vor. Also auch hier ist der Koeffizient 0. Jetzt könnte man sagen, x hoch 0 wiederum kommt vor. Was ist denn x hoch 0? Irgendwas hoch 0 ist immer 1. Und zwar mit dem Vorfaktor 5. Aber das ist jetzt vielleicht dem einen oder anderen zu abstrakt. Wichtig ist, dass man begreift, dass jede ganz rationale Funktion einen Grad besitzt. Und zwar hat der immer mit der höchsten x-Potenz zu tun. Also in dem Fall würde man sagen, der Grad ist 5. Ja, mich interessiert jetzt zunächst einmal das grobe Aussehen des Graphen und man kann es eigentlich recht schnell skizzieren, wie sich der Graph einer solchen ganz rationalen Funktion an seinen Rändern, also links und rechts, verhält. Und das möchte ich jetzt mal an zwei Beispielen zeigen, die euch eigentlich schon bekannt sein sollten, denn ihr kennt quadratische Funktionen von früher und quadratische Funktionen sind nichts anderes als ganz rationale Funktionen. Von welchem Grad? Natürlich vom Grad 2. Schauen wir uns also mal zwei Beispiele an von quadratischen Funktionen. Zum Beispiel 3x² minus 4x plus 1. Eins ist klar, jede quadratische Funktion hat einen Graph, man nennt ihn Parabel. Und die Frage ist immer, handelt es sich um eine nach oben oder nach unten geöffnete, um eine gestreckte oder um eine gestauchte Parabel? Und das hat mit dem Koeffizient vor x Quadrat zu tun. Also, wie schaut es aus? Ihr wisst, dass bei einem positiven Koeffizient die Parabel nach oben geöffnet ist. Und wenn dieser Koeffizient vom Betrag her größer ist als 1, dann ist die Parabel gestreckt. Und genau das ist hier der Fall. Es handelt sich also um eine gestreckte, nach oben geöffnete Parabel. Ganz grob skizziert. Anders in folgendem Fall. Minus 1/2 x Quadrat minus 2x plus 3. Also wichtig ist mal wieder nur dieser erste Teil. Und hier der Koeffizient, man sagt ja übrigens auch Formfaktor, ja, weil eigentlich diese Zahl vor dem x² allein über die Form Auskunft gibt. Hier handelt es sich um einen Formfaktor, der negativ ist. Das bedeutet, dass die Parabel nach unten geöffnet ist. Und weil der Betrag kleiner ist als 1, ist diese Parabel zudem gestaucht. Also grob skizziert sieht diese Parabel dann so aus. Ja, mir geht es jetzt nicht um Parabeln. Ich will nur an diesen beiden Beispielen, die euch ja eigentlich recht eingängig sein sollten. Ja, also es sollte jetzt keine Frage auftauchen oder es sollte einfach klar sein, warum diese Parabel in etwa so und diese Parabel in etwa so aussieht. Offensichtlich, das kann man jetzt an diesen beiden Beispielen studieren, gibt es ganz rationale Funktionen. Da macht der Graph Folgendes. Er kommt von links oben und geht auch wieder nach rechts oben. Dann gibt es Graphen, die kommen von links unten und gehen auch wieder nach links unten, nach rechts unten. Und mir geht es jetzt nur um das Verhalten an den Rändern. Das heißt, das, was in der Mitte passiert, das blende ich mal aus. Da setze ich mal ein Fragezeichen,
Soll heißen, darüber ja, muss man jetzt nichts wissen im Moment. Es geht nur um den Rand. Das Interessante ist, dass dieser Verlauf von links oben nach rechts oben nicht nur bei Parabeln von dieser Art vorliegt, sondern bei allen ganz rationalen Funktionen, wo der Exponent bei der größten Exponenz eine gerade Zahl ist und der Vorfaktor oder der Koeffizient positiv. Ja? Also wir hätten genau dieses Verhalten an den Rändern zum Beispiel auch bei x hoch 4, ja, oder x hoch 6 oder x hoch 8. Und hier könnte man jede positive Zahl einsetzen, 0,2 oder 1000, was auch immer. Also in diesem Fall dieser Verlauf an den Rändern. Exponent, gerade und Koeffizient, ich sag mal einfach a dazu, positiv. Ja, und hier ist es ähnlich. Diesen Verlauf von links unten kommend nach rechts unten verlaufend, der liegt immer dann vor, wenn es sich um einen gradzahligen Exponenten handelt, also auch hier x hoch 4, x hoch 6, zur Abwechslung schreibe ich also jetzt mal x hoch 6, und im Vergleich zu oben, wenn dieser Formfaktor negativ ist, also wenn hier minus 100 steht oder minus 0,1, egal, dann liegt dieser Verlauf vor, Exponent ebenfalls gerade und a kleiner als 0. Ja, und jetzt schauen wir uns mal dieses Beispiel hier an. Man kann sich ja schon denken, allzu viele Möglichkeiten gibt es nicht. Jetzt fehlen ja eigentlich noch zwei, nämlich von links unten nach rechts oben oder eben von links oben nach rechts unten. Das müsst ihr mir jetzt einfach glauben, dass es in diesem Fall so aussieht. Der Graph kommt von links oben, macht in der Mitte etwas, was uns vorläufig noch nichts angeht, und geht dann nach rechts unten. Und das hat damit zu tun, dass wir einen ungeraden Exponenten haben, bei der größten Exponenz, und dass der Faktor negativ ist. Ja, und jetzt fehlt noch ein Fall. Ihr könnt euch vermutlich schon denken, um welchen es sich handelt, und ihr könnt mir sicherlich auch ein Beispiel angeben. Denn was fehlt noch in unserer hübschen Sammlung? Uns fehlt noch der Fall einer ungeraden Potenz, also ungerader Exponent, zum Beispiel x hoch 3, mit einem positiven Vorfaktor, also meinetwegen 5. Und dahinter komme, was auch immer kommen mag, minus x plus 2 meinetwegen. Und dann haben wir also diesen Verlauf von links unten kommend und nach rechts oben wandern. Das ist also der Fall Exponent ungerade und a größer als 0. Ja, das sind die vier Fälle, die man sich auf jeden Fall einprägen sollte. Falls ihr sie mal vergesst, falls ihr die Zuordnungen vergesst, macht es doch so wie ich, leitet es selber her anhand der Parabeln. Und es ist extrem viel wert, wenn man diese Einteilung im Kopf hat, denn es ist, wenn man so will, die halbe Miete, wenn man weiß, wie der Graph an den Rändern aussieht. Und jetzt kommt gleich eben auch noch das Verhalten im Mittelteil. Dann kann man den Graph eigentlich schon ziemlich gut skizzieren und alle weiteren Fragen beantworten. Also als nächstes das Verhalten an der Stelle, wo ich im Moment noch ein Fragezeichen stehen habe.